Dann. Hören Sie auf! Um Himmels Willen, hören Sie auf, ihn zu quälen! Sean! Ich bin hier, Jill. Ich sehe nichts. Jill. Du Bastard. Ihr Freund kann Sie gerade nicht hören. Ich fürchte, die Schmerzen waren zu viel für ihn. Franziska sagte mir, Sie würden gern mein Gesicht sehen. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Was zum Henker geht hier vor? Dachten Sie wirklich, ich vergeude meine ganze Zeit am Steuer eines Rennwagens? Ich habe weit praktischere Talente, mit denen ich meinem Land dienen kann. Und meine Dienste sind dieser Tage sehr gefragt. Warum tun Sie das? Ich bin Patriot. Sie sind ein Tier. Im tiefsten Innern sind wir alle Tiere. Das hat mich mein Pate gelehrt. Er war Fleischer, wussten Sie das? Er hat mir gezeigt, dass Fleisch keine Geheimnisse birgt. Sobald man die Haut entfernt hat. Ich hatte ein langes Gespräch mit Ihrem Freund. Er hat gesungen wie ein Vogel. Aber er konnte mir nicht sagen, was ich wissen wollte. Und das wäre? Bishop ist nicht halb so clever, wie er glaubt. Er denkt, wir durchschauen seine kindischen Intrigen nicht. Na, die Briten waren schon immer arrogant. Wer zum Teufel ist Bishop? Vielleicht sollten Sie mit ihm reden. Beleidigen Sie nicht meine Intelligenz. Wir wissen, dass Sie ein britischer Agent sind. Und wir wissen auch, dass Sie diese Anlage überwachen sollen. Was? Sie denken, ich arbeite für die Briten? Haben Sie den Verstand verloren? Schluss jetzt. Sie werden mir jetzt alles über Ihre Mission erzählen. Wort für Wort. So oder so? Ziehen Sie den Kopf aus dem Sand. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie haben die Wahl. Entweder erzählen Sie mir alles, was ich wissen will. Freiwillig und ohne etwas zu verheimlichen. Danach können Sie und Ihr Freund nach Frankreich zurück und sich dort ein schönes Leben machen. Sean. Wenn Sie sich weigern. Bist du da? Ich bin bei dir, Jill. Wird keiner von Ihnen diesen Raum verlassen. Entscheiden Sie sich. Jetzt. Lecken Sie mich! Bewacht den Gefangenen. Wir machen weiter, wenn ich wiederkomme. Hätte mich erwischen sollen. Und bevor das hier vorbei ist, werden sie sich genau das wünschen. Die Nacht der Nächte. Oh mein Gott. Was für Bastarde. Weil sie dachten, dass wir Spione sind. Gott, nur wegen deinem dummen Plan. Okay. Schon besser. Sehr gut.
Warte mal, kann man auch, ganz kurz gucken. Wäre ein bisschen angenehmer. Nee, kann man nicht. Aber ich habe jetzt übrigens mal genommen, also nämlich Schmuggelgut, gibt's auch noch. Ah, okay. Das jetzt weg ist, jetzt habe ich Maus 5 dafür genommen. Wo das immer Zirkumstrakt stand. Was das für eine Taste sein soll. Oh mein Gott. Hey, du Scheiße! Den Nickbruch. Okay. Ab nach oben. Und zack. Und das alles nur wegen so einem blöden Streich. Gott sei Dank. Ah, oh, das war knapp. Ich meine, haben Sie schon informiert, Herr Eckert? Die Mobilmachung ist fast abgeschlossen. Wir marschieren in Kürze nach Paris. Ja, diese Narren werden erst merken, was los ist, wenn es zu spät ist. Ich brauche eine Zigarette. Ja, ich auch. Meine sind alle. Dann besorg welche. Na los! Oder willst du für den Rest der Woche die Latrinen putzen? Manchmal bist du ein echtes Arschloch, Bauer. Mir kommen die Tränen. Beeil dich gefälligst. Tschüss. Okay, wir haben erstmal genug Knarren, aber... Phil. Ich finde ihn. Er kann nicht weit bleiben. Oh. Da ist er. Oh, fuck. Den Rest krieg ich auch. Also, wird dem Thema leise sein. Oh Gott. Dann schießen wir eine Runde. Rücke vor! Oh Gott. Ohne MP4, die war auch ganz gut. Oh, die mag ich lieber. Die kenne ich ja noch aus Sniper-Elite. Da mochte ich die MP4 so gerne. Das ist eine Lieblingssache. Wie ich, wieder aus dieser Epoche spiele. Okay. Oh, mit Besuch war einer. Oh, wie viele? Wie viele? Fuck. Oh, ich bin ja tot. Gott. Ah. Halten gut was aus. Wir von der Granate? Halt dich hin. Ah, mit Q. Okay. Warte, stillen. Ah, okay. Hinten ist auch eins. Vom Regen. Okay.
Scheiße, ich muss da mal durch, ne? Zack, da. Oh mein Gott. Scheiße, die jagen mich alle. Alarm 2, okay. Hier aus Deutschland, ja? Ich glaube, wir sollten uns hier vorübergehend nicht mehr wecken lassen. Ein paar Jährchen. Na? Oh Mann, schönes Saarbrücken hier. Hinter mir ist die Polizei. Sehr schön. Freut mich. Jagen mich alle. Ja, aber wo wollen wir denn hin? Oh, wir lassen doch niemals passieren. Weg da. Das ist Wahnsinn. Die Soldaten können nicht alle hinter mir hier sein. Irgendwas läuft hier. Was Großes. Ja, wenn die denken, dass wir ein Spion sind, dann schon. In die Traufe. Okay, fliehe zum Marienhof. Oh nein. Marie und nein, nein. Oh, Entschuldigung. Eine Invasionsarmee. Gott, steh uns bei. Diese Spinner haben einen Krieg angezettelt. Yep. Oh, fuck, der Schwert. Boah, viel Spaß am Krieg machen. Weg. Tschüss. Ja. Scheiße. Hey! Hui! Hey. Hallo, was ist denn hier? Oh Gott, wo ist der Morini? Durchlassen! Hier ist Niger auf der Flucht. Jetzt auch ein bisschen schneller. Nein, oder? Was ist nicht dein Ernst? Bastarde. Soll man den Knarren? Hab ich dich, Italiener! Wer hat gesagt, du sollst aufstehen? Nein! Vittori! Nein! Ihr Spack! Nein! Scheiß Nazis! Oh fuck, na gut, weil die nicht tun sollen. Was? Er wollte einen Krieg anzetteln, ihr Scheiß! Victor! Na Gott! Oh fuck, fuck, fuck! Oh, fuck, fuck, fuck! Vittori, ich bin auf dem Weg! Warum greifen Sie ihn an? Schon! Oh nein! Veronique! Wo ist sie? Die Tür da. Schnell! Ja. Mike. Die greifen alle an. Alte Bastarde! Er hat einen scheiß Krieg führen und kriegt nicht meinen Tod. Das seid ihr nicht für Vögel. Oh. Oh, fuck. Komm raus! Idiot. Oh. Findest du das auch lustig? Gott sei Dank bist du unverletzt, Junge. Danke schon. Die hätten mich lebendig verbrannt. Das war die Geheimpolizei. Was will die denn hier? Dirk hat sie geschickt. Dirk? Oh mon Dieu! Wo ist mein Bruder? Wo ist Jules? Non! Fass mich nicht an!
Das ist deine Schuld! Du hast ihn dorthin gebracht! Jules? Wir müssen hier weg. Sie werden nach diesen Kerlen suchen. Wo sollen wir hin? Nach Westen. Das ist die einzige Chance. Okay, auf nach Paris. Wir bringen dich nach Hause. Dann los. Ja, und... Veronique! Oh, mein Kind! Merci, Dieu! Wir haben es im Radio gehört. Die Kämpfe an der Grenze. Wir hatten solche Angst. Wie ich sehe, hast du Gäste mitgebracht. Das sind Jules' Freunde, Sean und Vittore. Sie müssen eine Weile untertauchen, wo sie niemand findet. Oui, aber wo ist Jules? Ist er nicht mitgekommen? Maman, etwas Schreckliches ist passiert. Madame Rousseau. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ihr Sohn war wie ein Bruder für mich. Nein! Nein! Oh! Oh Gott! Nein! 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 Junger Mann, sagen Sie mir, mein Sohn, musste er, ginge schnell? Ja, schnell und schmerzlos. Der Kerl, der ihn getötet hat, wird nicht so viel Glück haben. Das ist von der Farm. Sie sollten es bekommen.